So, hier bin ich jetzt wieder nach dem Grinding. Hat mich jetzt eine Stunde ungefähr, denke ich mal, gekostet, ich weiß es nicht genau. Ich habe alle auf Level 36 gebracht. Oh, Zlatan hat sich entwickelt. So. Dann habe ich jetzt die Roboter geändert. Passiert ist nicht viel. Wie zusammen, also Abschlag keine neuen Attacken gelernt. Pablo hat Headbutt gelernt. Ich dachte mir, Headbutt ist vielleicht die bessere Wahl als Skullbash. Pikachu hat Discharge gelernt. Shadow hat nichts gelernt. Sandy hat auch nichts gelernt. Und Zlatan habt ihr ja gesehen, dass er Slash gelernt hat. So, ich glaube, ich kann so Speed ausmachen. Ich glaube, ich bin bereit für die Arena. Ich hoffe es zumindest. Sandy kommt nach vorne. Sandy, Shadow und Zlatan werden die Arena hoffentlich regeln. So, ich muss zum. Schade. Auf in Kogas Arena. Ich hasse diese Arena, weil ich unsichtbare Wände nicht mag, weil ich die nicht sehen kann. Ja? Magnitude 9? Das soll ausreichen für Narbok Level 33. Ja, perfekt. Sandy ist wieder auf Berserker-Modus. Oh, Drill. Was macht Zlatan? Perfekt. Und Sandy darf wieder raus. Ein Blick reicht aus, um Arbok rauszunehmen. Schön. Gefällt mir. Unser Team ist endlich stark. Zumindest ein Teil von unserem Team. Bisasam, Shigi und Pikachu haben halt die Probleme, dass sie sich nicht entwickeln. Oder dass ich sie nicht entwickeln lasse. Und deswegen haben die Nachteile von den Stats her. Okay. Bubble Beam macht nicht viel Damage. Aber meine Attack, aber Energy Ball auch nicht. Oh nein! Verdammt! Okay, das war Apfel. Aber Tentacruel ist besiegt, das ist die Hauptsache. Mag keine Poison Types, was macht er in der Poison Arena? Oh. Das ist ein cooles Detail. Dass wir hier in der Poison Arena einen Trainer mit einem Voltoball haben. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals einen Magnitude 10 hatte. Also in dem Let's Play jetzt hier.
Kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, ich komme hier nirgends weiter runter. Dann muss ich hier lang. Ready to lose? Nein. Bin ich nicht. Ich werde mich gewinnen. Oh, win net. Magnitude 7. Besser ist. Aber. Ist in Ordnung. Perfekt. Win net ist besiegt. Ah. Sollte aber gleich durch sein. Da muss ich aber nochmal raus zum Heilen. Au. Dann ist kein Kampf für Sandy. Aber dafür umso mehr für Pikachu. Super, das One-Hit. So soll es sein. Das nächste Zubat auch nicht unbedingt besser. So. Oh, wenn und not. Kann ich mal wieder auf Shadow rausgehen. Dann kriegt sie auch mal wieder ein paar Kämpfe. Oh, es reicht nicht aus. Das ist jetzt komisch. Ich hab, also weil ich vergessen habe zu erwähnen, denke ich. Ich bin Richtung Süden gegangen und habe da die Route so ein bisschen geklärt, ich glaube nicht ganz. Ich habe die Großteil der Trainer besiegt. War nichts Spektakuläres dabei, einer mit drei Kokowai und eine Trainerin mit Ditto, aber das war alles kein Problem. Es war alles nicht spektakulär wirklich. Heißt ja, ich habe die jetzt geklärt, die perfekt. Route heißt, wir können dann später einfach durchlaufen. Ich gehe jetzt ganz kurz heilen, bin dann gleich wieder da beim Arena-Kampf. So, da bin ich jetzt bei Kuga und wir werden jetzt diesen Arena-Kampf beginnen. Welcome, child, to the Fuxia Gym. Not every battle is about brute strength. Patient, strategy and skill are just as important. Let's begin. Ah, plus 2 Pokémon. Dann nehme ich aber Slot und Sandy mit. Ah, da ist gut, dass ich mit Slot und leade. Aber die Stachelspore trifft mich auch nicht. Und Venomoth ist besiegt. Hätte ich jetzt gewusst, dass das ein Golbat ist, dann hätte ich doch Bärenfried mitgenommen. Aber Slatan macht das Battle hier ganz alleine. A skillful battle. You did it. You did well. So. You've earned the Soul Badge. 10 Soul Rage. Ja, yeah, perfekt. Hier ist TM2, Toxic, brauche ich nicht, habe ich schon. Also, die Attacke habe ich. Irgendwie kommt das alles immer noch ein bisschen schneller vor. Jetzt bin ich wieder im normalen Modus. Keine Ahnung, wie ich das immer wieder schaffe aus dem. Also, dass ich nicht wieder in den normalen Modus reinkomme.
Das verstehe ich nicht. So. Lass mal unsere Pokémon holen. Aber dann war es mit der Folge. Lasst so ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und tschüss.